Also Leute, Ruffy hier, ihr habt den Titel gelesen, deswegen denke ich, denkt ihr euch jetzt, okay, was wird das für ein Video? Kurz vorab, und zwar, ich werde heute ein Video machen, um ein bisschen darauf zu sprechen zu kommen, was passiert wäre, wenn Son Goku nie auf der Erde gelandet wäre, wenn die Erde komplett ohne Goku gewesen wäre. So, dieses Video ist ein Zweiteiler, das heißt, ihr bekommt schon die Antwort auf das Leben auf der Erde ohne Son Goku, aber ich möchte auch nochmal Son Gokus Seite der Dinge beleuchten, und zwar in einem Was wäre wenn, wenn Son Goku eben woanders aufgewachsen wäre. Und dieses Video wird dann am Samstag kommen, nämlich am 16.03., also diesen Samstag um 11 Uhr. Deswegen hoffe ich, dass ihr da auch nochmal einschaltet und nochmal ganz kurz zu dem Szenario hier in dem Video. Da das ein bisschen schwierig ist zu bewerten, was wie wo passiert wäre, muss man natürlich sagen, es gibt keine geradlinige Antwort darauf, was wie passiert wäre. Aber ich denke, ich habe doch einen guten Job gemacht, um ein bisschen in die Richtung zu schreiben, wie das ganze Leben auf der Erde ohne Son Goku gewesen wäre. Und damit fangen wir auch an. Wenn es euch gefällt, gerne Daumen nach oben da lassen und Abo auf den Kanal. Und zwar, Bulma macht sich auf den Weg zu Opa Gohan und fragt ihn nach dem Dragon Ball mit den 4 Sternen. Opa Gohan würde ihr den Dragon Ball sehr wahrscheinlich geben und Opa Gohan lebt hier natürlich noch, weil ohne Son Goku gibt es auch kein Erwachen des Wehraffen, also auch keine Todesursache. Bulma würde dann vermutlich sterben, da sie niemanden hat, der sie beschützt. Hier kann man aber sagen, dass entweder das Schicksal sie beschützt, die Dragon World von Toriyama eben, oder Opa Gohan geht noch ein bisschen mit ihr mit und beschützt sie. Das ist so ein bisschen ein schwieriger Punkt, aber erstmal nicht so wichtig. Wobei man sagen muss, es gibt so ein bisschen zwei Routen, und zwar die, wo Bulma stirbt und die, wo sie nicht stirbt. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt verschiedene Richtungen, wie, wo, was passiert, deswegen ist es schwer zu bewerten. Machen wir erstmal weiter, und zwar, wenn sie überlebt, macht sie natürlich weiter, die Dragon Balls zu sammeln. Pilaf und die Red Ribbon Armee kommen ins Spiel, was das Sammeln der Dragon Balls angeht. Sie würde dann wahrscheinlich auch auf ihrem Schuh treffen, wobei viele Sachen davor auch anders werden. Die Frage ist auch, kann sie die Dragon Balls überhaupt so alleine sammeln, weil ob sie dann Oolong enttarnen kann, ohne Son Goku, ist schwierig, und auf dem Bratpfannenberg ist es auch nochmal eine Frage, kann sie denn das Feuer löschen? Weil ohne Opa Gohan und ohne Son Goku ist es ein bisschen schwierig, das zu lösen, also ist es auch nochmal ein bisschen schwierig, und sie würde ja auch nie auf Muten Roshi treffen, weil sie vermutlich die Schildkröte von Muten Roshi nicht treffen würde und ihr im Originalmanga sowieso nicht helfen wollte. Also ihr seht schon hier, einige Sachen würden auch ein bisschen anders ablaufen. Die Red Ribbon Army hat sich auch ein bisschen später eingeschaltet, deswegen ist es auch nochmal eine Frage, wie die agieren würden. Es geht eigentlich erstmal mehr um den Kampf von Pilaf und Bulma. Das Ende von dem Lied wäre, dass Pilaf die Dragon Balls dann sammeln bzw. klauen würde, und der Wunsch würde dann, wie ich denke, vermutlich auch nochmal geklaut werden irgendwie, oder Pilaf würde das verkacken. Ich denke, Oolong muss nicht unbedingt derjenige sein, der sich eine Unterhose wünscht. Ich denke, da sind viele Möglichkeiten offen, wie Pilaf das verkackt. Also denke ich, an diesem Punkt der Geschichte, selbst wenn Son Goku nicht da ist, würde Pilaf, wenn er sogar den Wunsch bekommen würde, nicht den Wunsch bekommen, dass er eben, ja, der König von allem wird, der König der Welt. Ich denke, einfach weil Pilafs Schicksal in Dragon Ball so verankert ist, würde er es nicht schaffen, auch wenn Son Goku nicht dabei gewesen wäre. Aus diesem Grund würde dann später auch König Piccolo aus dem Reiskocher befreien, und ohne Goku auf der Erde würde es mit König Piccolo ziemlich ungemütlich werden und er würde die ganze Welt unterjochen. Kommen wir also zu dem, wie das Ganze zustande kommt. Denn wie gesagt, König Piccolo wird ein bisschen später erst befreit, wie im Originalmanga, und die Red Ribbon Army schaltet sich auch jetzt richtig ein, nachdem die Dragon Balls von ihren Kulon abgelaufen sind. Die Sache ist die, würde Bulma nochmal ihren Dragon Ball oder die Dragon Balls suchen, ist fraglich, weil sie würde ihren Schuh treffen oder sie würde es nicht nochmal machen, weil sie beim ersten Mal gescheitert ist und so weiter und so fort. Also ist es ein bisschen fraglich. Ohne den Dragon Radar von Bulma würde es auch ein bisschen länger dauern, dass die Dragon Balls sich allgemein sammeln. Also es würde schon seine Zeit in Kauf nehmen, muss man hier definitiv sagen. Aber die Red Ribbon Armee wäre hier wahrscheinlich die Nummer 1 Option. Die würden die Dragon Balls sammeln und die würden halt den Wunsch bekommen. Das heißt, dass der Typ, also der Chef von der Red Ribbon Armee, Red, sich wünscht, dass er größer wird, weil das war sein Wunsch. Ja, es war halt Oldschool Dragon Ball, muss man sagen. Das würde heißen, dass sie diesen Kampf quasi gewinnen, die Dragon Balls sammeln, und Pilaf dann früher oder später den Reiskocher finden sollte und König Piccolo befreien würde. Wir gehen erstmal ein bisschen auf unsere Kampfsportler ein. Und zwar, Taichenhan und Muten Roshi würden sich zwar beim Turnier treffen, also beim 22. Turnier, und Krillin wäre immer noch der Schüler von Muten Roshi, aber das Mafuba würde nach hinten losgehen, und das Ende von dem Lied ist, dass Taichenhan, Muten Roshi und auch Krillin von, ja, Piccolo getötet werden, früher oder später. Wenn König Piccolo dann befreit wird, werden sie früher oder später sterben. Ich denke, eine Versiegelung wird hier nicht möglich sein. Kami könnte natürlich auch nochmal Taichenhan und Co. stärker machen, aber ich denke, in dem Szenario ohne Son Goku würde das sich auch nicht einfach so abspielen, und Kami werden so ein wenig die Hände gebunden, muss man sagen. Also, im Endeffekt würde es auf einen Kampf hinauslaufen zwischen König Piccolo
Piccolo und Dr. Gerus Erfindungen. Hier muss man natürlich auch sagen, König Piccolo muss davor oder danach die Dragon Balls sammeln, weil er sich natürlich wünschen muss, jünger zu werden, damit er auch noch leben kann. Hier kann man sagen, wenn die Red Ribbon Armee davor schaffen sollte, die Dragon Balls zu sammeln, werden sie natürlich einen besseren Dragon Radar erschaffen können und dann könnte König Piccolo die ganzen Dragon Balls einfacher sammeln mit der Hilfe von Pilaf. Also würde es sich früher oder später auf der Erde in einen Kampf entwickeln zwischen König Piccolo und den Erfindungen von Dr. Gero, weil König Piccolo würde im Vorfeld Tenshinhan, Muten Roshi und Co. erledigen, also hat er keine richtigen Gegner mehr und das heißt, König Piccolo wäre derjenige, der die Red Ribbon Armee komplett zerstören würde. Nicht Son Goku, sondern Piccolo. Bei Piccolo wäre es vermutlich noch ein bisschen grausamer. Ich denke aber, in diesem Szenario wäre es auch so, dass Dr. Gero entkommen würde, weil das hat er auch beim ersten Mal gut hinbekommen und die Cyborgs waren jetzt schon ein bisschen länger in Arbeit. Also würden die Cyborgs irgendwann in der Geschichte von Dragon Ball ein Gegner werden für König Piccolo. Denn die Sache ist hier, wir haben natürlich Dr. Gero, der ein wirklich krasses Genie ist, aber er hat nicht die Zellen von den Saiyajins und Freezer. Das heißt, die Cyborgs werden ein bisschen schwächer sein. Beziehungsweise, wir bekommen hier auch eine Version von Cell, aber eine etwas andere Version von Cell, die nicht so stark ist wie der Cell, den wir kennen. Und die anderen Cyborgs werden natürlich auch nochmal ein Thema an der Stelle. Wie dem auch sei, man muss hier trotzdem sagen, auch ohne die Zellen, ein Erfinder wird immer in Notlagen sehr, sehr erfinderisch. Und deswegen denke ich auch, dass Dr. Gero hier wirklich eine große Gefahr darstellen würde für Piccolo. Und deswegen glaube ich, dass die Cyborgs dann irgendwann in der Geschichte auf der Erde König Piccolo ablösen würden, dass sie ihn besiegen würden, ihn töten würden. Was man unbedingt nochmal sagen sollte, König Piccolo würde die Dragon Balls natürlich zerstören, wenn er sich gewünscht hat, jung zu bleiben. Also es ist auch nochmal ein wichtiges Thema für die Erde oder für die Zukunft der Erde. Also, die Schreckensherrschaft endet von Piccolo, die Cyborgs sind nun in der Macht. Die Frage ist natürlich, was für eine Art Cell haben wir hier und überlebt Dr. Gero das Ganze ja oder nein? Wahrscheinlich eher nein und die andere Frage ist natürlich auch nochmal, was ist denn mit Bulma? Weil wenn sie das alles irgendwie überleben sollte, weil sie ist ja nicht so am Main-Fokus drin im Kampf gegen König Piccolo und die Cyborgs, kann man sagen, dass sie natürlich auch eine Zeitmaschine erfinden könnte. Das heißt, sie könnte früher eingreifen und vieles verändern. Und das würde auch heißen, dass sie die Cyborgs vorm Aktivieren zerstören könnte, weil eben die Saiyajins nicht da sind und keiner da ist, der unbedingt gegen sie kämpfen möchte. Und König Piccolo kann er auch davon abhalten, aus dem Reiskocher befreit zu werden. Also Bulma könnte eine Art Held werden in dieser Timeline, aber davon gehen wir erstmal nicht aus, dass Bulma es schafft, die Zeitmaschine zu bauen und zurückzureisen. Das lassen wir erstmal aus. Zum Thema Dragon Balls kommen wir auch nochmal. Dass Son Goku nie auf dieser Erde gelandet ist, haben die Saiyajins auch keinen Grund, auf die Erde zu kommen. Also würden sie auch gar nichts von den Dragon Balls erfahren und im Umkehrschluss heißt es auch, dass Namek eigentlich sicher ist, weil Freezer nicht von den Dragon Balls erfahren würde und Namek dann auch mehr oder weniger sicher wäre. Früher oder später würde es aber so oder so zu der Zerstörung kommen, denn ich denke, auf anderen Weg würde Freezer sowieso von den Dragon Balls erfahren, weil er durchforstet das ganze Universum und ja, er hat eine große Armee. Deswegen würde er früher oder später davon erfahren, denke ich. Und wie die Saiyajin-Geschichte aussieht oder die Saiyajin-Seite aussieht, wie gesagt, das werde ich in einem kompletten Extra-Video behandeln. Also bleibt offen dafür, das wird noch kommen. Also, die Cyborgs gewinnen, Piccolo ist tot. In dem Szenario würde er vermutlich noch seine Nachkommen schicken, also Piccolo Junior. Das würde eigentlich noch hinbekommen. Sollte das der Fall sein, könnte sich dieser Piccolo Junior Jahre später mit Kami vereinen, wenn er noch leben sollte, um die Cyborgs zu besiegen. Denkt daran, Nail fehlt hier bei der Vereinigung und Erfahrung fehlt auch. Also würde ich sagen, dass dieser Piccolo, diese Vereinigung ja trotzdem nicht stark genug wäre, um die Cyborgs zu besiegen. Auch wenn vermutlich Cell und Co. ein bisschen schwächer wären, denke ich, dieser Piccolo würde nicht ausreichen. Und dazu kommt ja auch, dass wir Cell haben und auch wenn dieser Cell ohne Saiyajin und Freezer Zellen schwächer ist, kann er trotzdem noch die Fähigkeit haben der Absorption. Das heißt, dass er die Cyborgs absorbieren möchte oder wahrscheinlich im Verlauf von Dragon Ball wird, wobei er es hier ein bisschen schwieriger haben wird. Und das heißt, dass wir einen Cell haben, der Perfect Cell ist, aber nicht so stark. Wo man hier auch argumentieren könnte, dass 16 ihn dann töten könnte. Das ist aber alles egal, denn nach langer Herrschaft würden die Cyborgs abgelöst werden, denn Babidi taucht ja auch später noch auf der Erde auf, denn der Kokon von Buu ist immer noch auf der Erde. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn er nicht so viel Energie ist, dieser Kokon ist immer noch auf der Erde. Buu hätte dann nicht die nötige Energie, um befreit zu werden, aber Babidi und Dabra würden definitiv die Schreckensherrschaft von den Cyborgs beenden, weil Dabra ist einfach stärker als sie, das ist ja klar, Babidi würde dann die gesamte Energie der Erde aufsaugen und braucht dann vermutlich immer noch mehr, weil wir haben die Future Trunks Timeline als Beispiel, da gibt es schon fast kein Leben mehr und in dieser Timeline ist es ja so, dass erstmal die König Piccolo Herrschaft begonnen hat und danach die Cyborg Herrschaft begonnen hat, also ja, da gibt es vermutlich nicht mehr so viele Menschen, also kann man hier gut sagen, dass Babidi da nicht so viel Energie bekommen würde und dann nochmal ins Universum muss, um dort Energie zu sammeln. So könnte es dem Kaioshin aber gelingen, Buu vorher zu zerstören, was aber nicht tun würde, weil er viel zu viel Angst davor hätte, was passieren würde, wenn man den Kokon einfach zerstören würde. Also funktioniert das auch nicht so wirklich in dem Szenario.
Also, wenn der Kaioshin nichts tun würde, was er ohne Hilfe nicht kann, dann würde Buu schlüpfen und nach der Erde eben das gesamte Universum ausrotten. Er würde vermutlich auch ein bisschen länger nach Babidis Schnauze tanzen, weil keiner kann ihm aufweisen, dass es eigentlich ziemlich dumm ist, dass er auf Babidi hört. Und da kommen wir eben zu der kleinen Verknüpfung. Es kommt darauf an, was mit den Saiyajins und Freezer passiert. Goku war nicht auf der Erde, aber immerhin war er mit Saiyajins unterwegs. Also versteht mich hier nicht falsch. Ich weiß natürlich, dass Bardock Goku dahin geschickt hat, um halt einen Planeten zu finden, wo die Energie nicht so groß ist oder wo Goku nicht auffallen würde. Das weiß ich, keine Sorge. Aber ich denke, das Szenario wäre einfach interessanter, wenn wir es so machen würden, dass halt Goku dorthin geschickt wird, wo Raditz und Vegeta sind. Ja, Bardock mag Vegeta nicht, aber trotzdem wäre es so die nächste Option, die ich sehen würde neben der Erde. Also es ist schon ein bisschen weit hergeholt, das weiß ich, aber ich denke, es wird einfach für das allgemeine Szenario viel interessanter, wenn Son Goku mit Raditz, Vegeta und Nappa aufwachsen würde. Das möchte ich nochmal im extra Video machen, deswegen halt eure Augen dafür offen. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass es wirklich so passiert ist. Also, es kommt ja darauf an, was mit denen passiert ist. Ob es ihnen gelungen ist, Freezer zu besiegen, ja oder nein. Und ob sie überhaupt noch leben, weil dann könnten sie eben eine Hilfe sein für den Kaioshin. Falls sie nicht leben sollten, würde das Ganze folgendermaßen ablaufen. Freezer würde durch Buu früher oder später getötet werden, was man hier nicht vergessen sollte. Wenn Freezer länger herrscht, kann es gut sein, dass Broly früher gefunden wird, denn, ja, die Freezer-Armee macht weiter, die Freezer-Armee existiert länger und die Freezer-Armee expandiert. Das heißt, früher oder später wäre man auf Wampa getroffen, hätte Broly gefunden und dann hätte man eben, ja, Broly in der Story aufgenommen. Aber das ist auch nochmal so ein schwieriges Thema, deswegen lassen wir das auch erstmal raus. Also, Buu würde Freezer töten und schlussendlich würde dann Buu von Beerus gestoppt werden und Hakaid werden, ja. Beerus würde dann langweilig werden und er würde wieder pennen gehen. Das Resultat von dem Ganzen ist, die Erde würde komplett ausgerottet und das Universum muss sich neu strukturieren. Ich meine, wir haben die Cyborgs und König Piccolo, wir haben Babidi, die die Erde komplett auseinandergenommen haben, wenn überhaupt für Babidi noch was übrig geblieben ist. Und wir haben dann das Universum, was erstmal von Freezer auseinandergenommen worden ist und dann von Buu. Weil Buu hätte da auf jeden Fall einiges angestellt, um da viel kaputt zu machen. Und deswegen müsste sich das ganze Universum neu strukturieren. Also, ja, ihr merkt, Son Goku sagt ja selber, durch ihn sind alle bösen Typen auf die Erde gekommen, was natürlich auch teilweise stimmt. Aber ohne Son Goku würde das Universum schon ziemlich schlecht aussehen. Und ich sag's hier nochmal, Leute. Natürlich, es gibt so kleine Sachen, wo man halt argumentieren kann, wo der eine von euch das vielleicht ein bisschen anders sieht als ich. Das ist halt ein bisschen schwierig zu bewerten, wenn man nicht genau weiß, okay, wie wäre die genaue Richtung der Story gewesen ohne Son Goku. Das variiert eben sehr, sehr stark. Deswegen, ja, wird es auf jeden Fall Ungereimtheiten geben. Deswegen lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Was denkt ihr, wie etwas passiert wäre ohne Son Goku auf der Erde? Und wie gesagt, am Samstag werde ich noch ein Video hochladen zu einem, ja, zu der Saiyajin-Geschichte von Son Goku, wie man das dann hätte bewerten können, wie das dann halt passiert wäre. Da werde ich auch noch einiges ändern. Deswegen, ja, auch da gerne Vorschläge, wenn ihr da coole Ideen habt. Was wäre, wenn Son Goku mit den Saiyajins aufgewachsen wäre, also mit Nappa, Vegeta und Raditz. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gerne eure Meinung in die Kommentare und einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und Abo auf den Kanal. Ich weiß, ihr hört es immer wieder, aber es ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Ich bin damit raus. Bis dahin, haut rein.